Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Mac & More. In diesem Video möchte ich euch einmal die Funktionen und Konfiguration der neuen Aktualisierungsverwaltung ab Linux Mint 19.2 näher bringen. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, gibt es in der neuen Linux Mint Version, die nun schon eine ganze Weile draußen ist, eine neue Aktualisierungsverwaltung. Mein Einrichtungsvideo, was ich ja mal gemacht habe, ist daher veraltet und dieses Video wird den Part der Aktualisierungsverwaltung ersetzen. Wenn wir also das System installiert haben, ist natürlich der erste Schritt, wie immer in die Aktualisierungsverwaltung zu schauen. Wir können natürlich einerseits im Menü danach suchen oder es uns hier unten mit dem kleinen Schildsymbol öffnen. Dann kriegen wir eine Willkommensnachricht, willkommen in der Aktualisierungsverwaltung, sehen eine kurze Übersicht, für was das Ganze zuständig ist und müssen das einmal bestätigen. Dann wird nach Aktualisierung gesucht und wir kriegen hier oben gleich die Warnung oder die Meldung, dass wir die Systemschnappschlüsse einrichten sollen. Ganz kurz zur Erklärung, Systemschnappschlüsse sind dafür zuständig, dass wenn ein Update mal etwas kaputt macht bei euch oder andere Fehler auftreten, diese ganz einfach wiederhergestellt werden können. Deshalb klicken wir einmal auf Bestätigen, müssen jetzt einmal unser Administrator-Kennwort eingeben, bestätigen das Ganze und dann kommt hier auch schon der Einrichtungsassistent. Für die meisten Fälle und auch für unseren Fall wählen wir jetzt hier beim Schnappschlusstyp rsync, klicken auf Weiter. Nun wird die Systemgröße abgeschätzt und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, eine Festplatte auszuwählen, wo wir unser Backup drauf speichern wollen. Im Prinzip können wir hier die interne Platte nehmen, das reicht soweit erstmal aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch eine externe Platte nehmen, vielleicht sogar einen RAID-Verbund, damit das Ganze noch etwas sicherer wird. Ich wähle also das standardmäßig ausgewählte hier an, klicke auf Weiter und nun ist die Frage, wie viele Backups wollen wir haben. Grundsätzlich die Standardeinstellung ist soweit erstmal in Ordnung. Ich stelle das aber hier immer auf ein Backup täglich, weil das wirklich ausreichend ist. Aber für die Leute, die ihren Rechner nicht so viel benutzen, ist Systemstart eigentlich ganz toll. Hier könnt ihr nämlich sagen, okay, immer wenn das System gestartet wird, wird ein Backup gemacht. Ist für die Leute, die jetzt nur einmal im Monat oder so ihren Computer benutzen, sicherlich sinnvoller. Klicken wir also hier auf Weiter. Und nun ist die Frage, möchten wir die Home-Laufwerke wie unser Home-Laufwerk oder das Root-Laufwerk mit einschließen, mache ich jetzt mal nicht, weil das auch nicht notwendig ist. Wenn ihr oft ins System eingreift, kann es hier sinnvoll sein, den Root-Ordner mitzusichern. Euren Home-Ordner sichert man aber anders. Denn die Schnappschussfunktion von Timeshift ist nur dafür geeignet, in einem Systemausfall das System wiederherzustellen und nicht eure Daten. Das muss man denn anders machen. Klicken wir hier so auf Weiter, nun ist die Einrichtung vollständig, wir beenden das einmal und können dieses Fenster schließen. Zurück in der Aktualisierungsverwaltung kriegen wir gleich die Frage, ob wir zu einem lokalen Spiegelserver wechseln wollen. Das macht auf alle Fälle Sinn, klicken wir hier also auf Ja, müssen wieder einmal unser Administrator-Kennwort eingeben, das Ganze bestätigen. Klicken wir nun hier bei Haupt-Tina auf diese Zeile und dann kommt hier so eine Geschwindigkeitsübersicht. Und das, wo die höchste Geschwindigkeit steht, das wählen wir aus. Es dauert ein bisschen, bis das Ganze getestet bzw. geladen hat. Und dann können wir das Ganze anwählen und anwenden. Genauso machen wir es auch bei der Bionic-Basis. Hier warten wir auch wieder ein bisschen. Hier sehen wir schon, hier gibt es mehr deutsche Server. Kann aber trotzdem immer ein bisschen dauern, bis das Ganze durchgetestet ist. Ich nehme jetzt hier mal die Hochschule Esslingen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir bloß noch auf OK hier oben drücken, damit die Konfiguration gespeichert wird. Dann wird im Anschluss der Zwischenspeicher aktualisiert und wir haben nun die schnellsten Spiegelserver für unsere Updates gewählt. Wenn das denn erledigt ist, können wir auch dieses Fenster wieder schließen und im Anschluss klicken wir dann hier einmal auf die Aktualisierungsverwaltung anwenden und im Anschluss klicken wir dann hier einmal auf die Aktualisierung anwenden, damit wir die neue Aktualisierungsverwaltung verfügbar machen. Dann müssen wir wieder einmal unser Kennwort eingeben, das Ganze bestätigen und nach einer kurzen Ladezeit werden dann hier die Paketdateien heruntergeladen. Nun wird die neue Aktualisierungsverwaltung installiert. Das kann ein bisschen dauern und wenn das dann geschehen ist, haben wir hier eine Übersicht aller verfügbaren Aktualisierungen. Wenn ihr das System
frisch installiert habt. Denn werden am Anfang erstmal sehr viele Aktualisierungen verfügbar sein. Das bedeutet, es kann hier durchaus eine Weile dauern, sie zu installieren. Um sie zu installieren, klicken wir hier oben natürlich bloß auf Aktualisierung installieren und sie werden sich installieren. Das werde ich jetzt mal hier in dem Fall nicht machen, da dieser Schritt natürlich selbsterklärend ist. Wir gehen aber mal direkt im Punkt Bearbeiten in die Einstellung und ich zeige euch mal eben nochmal, was wir hier einstellen können. Einerseits können wir hier einstellen, wie oft sich das Ganze automatisch auffrischen soll, also wie oft er gucken soll, ob neue Aktualisierungen verfügbar sind. Da ist die Standardeinstellung eigentlich ganz in Ordnung, meiner Meinung nach. Wir haben hier eine Negativliste, da können wir Dateien hinzufügen oder Programme, die nicht aktualisiert werden sollen, ist aber, denke ich mal, eher uninteressant. Aber die Automatisierung, die ist sehr interessant, und zwar veraltete Kernel und Abhängigkeiten entfernen. Ist eine sehr tolle Funktion, so wartet sich das System automatisch und es wird sozusagen nach jedem Update-Prozess einmal gereinigt und sauber gemacht. Also diese Funktion würde ich auf alle Fälle empfehlen anzuwenden. Müssen wir auch hier wieder einmal unser Kennwort eingeben, nachdem wir den Haken umgelegt haben und das Ganze bestätigen. Dann leuchtet der Haken auch schon grün. Was ihr auch machen könnt, ist euer System automatisch zu aktualisieren. Kann man machen, wenn man überhaupt nichts mehr damit zu tun haben will. Dann setzt man hier einen Haken, dann aktualisiert er sich automatisch. Kann aber unter Umständen zu Problemen führen. Ich persönlich habe das mal gemacht und hatte damit eigentlich 2 Jahre am Stück keine Probleme. Wenn ihr aber sowieso jeden Tag euren Rechner benutzt, dann schaut da unten halt einmal rein, klickt auf Installieren. Alternativ kann man es hier auch automatisch. Ihr seht also, die Konfiguration der Aktualisierungsverwaltung ist mit der neuen Version erheblich einfacher, leichter und durchschaubarer geworden. Denn das war jetzt im Prinzip schon alles, was man dazu sagen kann. Und so sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und ich sag wie immer, bis dahin, ciao.